Eins, zwei, drei. Klaus, bitte Ruhe. Das ist der Einzige, der hier stört. Also Ruhe. Entschuldigung, guten Morgen, guten Tag. Hallo. Sind wir soweit, ja? Ne? Ja. Hi, hallo. Achso, Moment. Roswitha. Ich heiße Danny. Ach, sorry, Danny ist da, ja, klar. Okay, die hübsche junge Dame auf der linken Seite, das ist Sabine Weidlich. Und ich bin der Punkt-Punkt-Punkt-Fahrer. Okay, wir wollen eigentlich nur Hallo sagen und euch begrüßen, Sie begrüßen. Herzlich begrüßen, dass Sie hier sind. Und wir warten eigentlich nicht mehr, wir wollen jetzt schon mal anfangen mit dem Song. Aber vorher wollte ich noch mal ganz kurz eine Gelegenheit an die Teilnehmer, die wirklich auch zwei, dreimal vorher mit uns in Kontakt, beziehungsweise damit das Ganze auch hier stattfindet, nochmal wirklich an euch allen vielen Dank. Und Sabine, du kannst gleich weitermachen. Ich möchte ganz kurz mal etwas Persönliches loswerden. Und zwar, wir sind ja eigentlich hier mit dem Titel und unter dem Titel Leben mit Handicap. Wir waren und sind uns immer noch einig, dass wir hier nicht irgendwelche Darstellungen oder irgendwas aufgesetzt haben. Wir wollen etwas Lockeres, richtig, was Lockeres machen. Also, wenn jemand Fragen hat an uns oder wir an den anderen, dann soll das bitte wirklich auch stattfinden. Und es ist nichts irgendwie von einem nicht zum anderen, ich habe meine Pflicht oder wie auch immer. Darum geht es nicht. Wir wollen wirklich ganz kurz oder etwas länger miteinander auch uns unterhalten, darüber sprechen. Aber nicht nur über positive, auch Erfahrungen, positive Erfahrungen, aber auch vielleicht auch Hindernisse, Probleme. Weil das hier, was heute stattfindet, ist keine Eintagsfliege. Man kann auch anschlussfähig sein und selber die eigene Initiative oder die Gruppenarbeit hoffentlich dann an weitermachen. Ich will jetzt nicht lange, das mache ich jetzt nur so später, unter vier Augen. Okay, Sabine hat das Wort. Ja, auch von mir herzlich willkommen und auch schon mal vielen Dank an alle, die sich jetzt hier bereit erklärt haben. Ich glaube, so einige Gesichter kenne ich, einige kennen mich nicht. Das Ganze findet ja statt im Rahmen von Projektwochen. Das heißt, wir haben hier nicht nur das Thema hier heute Morgen hier oben, sondern unten im Erdgeschoss im kleinen Saal ist sowohl eine Ausstellung, da geht es eben um die Themen Ausgrenzung, Rassismus, also in diese Richtung, extreme Rechte. Wir haben dort auch drei Räume, also diese Seminarräume, die rund um die Ausstellung sind, mit verschiedenen Themen und Aktionen. Eine Kollegin von mir sitzt da hinten mit ganz viel Mühe, viel vorbereitet. Das heißt, ich würde auch von ihr alle einladen, zwischendurch, wenn Zeit ist, einfach auch mal dahin zu gehen, sich anzuschauen. In jedem Raum ist jemand, der sozusagen da auch Rede und Antwort stehen kann, wo man sich Sachen angucken kann. Es geht sowohl so um Rassismus und Sexismus in den Medien, es geht um Alltagsrassismus, also vom Comic über, ja, selbst das, was man auf dem Teller findet, kann manchmal schon mit solchen Begriffen belegt sein. Das ist also der Rahmen für den heutigen Tag. Wir haben drüben auch noch den Monau-Saal. Da hat mein Kollege Holger Wiebel, der gerade reingekommen ist, hat da uns noch kleine Filmchen zusammengeschnitten. Das werden wir nachher auch noch starten. Ja, so zum gesamten Tag, wir haben von 11 bis 16 Uhr geplant, wenn natürlich wieder eher gehen möchte oder muss, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben es auch in der Zeitung gehabt. Ich weiß nicht, ob es nur Fußball ist im Moment, dass wir für unsere gesamten Veranstaltungen nicht so einen wahnsinnigen Zulauf haben, aber ich habe schon darüber gesprochen, wir betreiben das so ein bisschen als Auftakt, mal zu gucken, was kann man tun. Und wenn wir keine Besucherschaden hier bekommen, dann machen wir uns einen schönen Tag hier. Und gucken, wie lange das geht, wenn wir natürlich irgendwo merken, gegen 15 Uhr, da passiert auch nichts mehr, dann eben nicht. Eventuell kommen noch Vertreter der Presse vorbei, wissen wir nicht, haben sie so angedeutet, dass das möglich sein wird. Nochmal hier so zu dem Raum, also was Sie und ihr hier aufgebaut habt an Informationen. In der Mitte hier natürlich bitte bedienen an Kuchen und Getränken, wenn der Kaffee alle ist, Bescheid sagen. Aber wir haben uns gedacht, naja, Besucher, die so kommen, haben vielleicht ein bisschen so auch so Berührungsängste, was soll ich für Fragen stellen, und deswegen gibt es zwei, drei Möglichkeiten, aber einfach mal als Mensch ohne Beeinträchtigung oder Behinderung zu erproben, wie das denn ist, wenn ich zumindest mal eine ganz kurze Zeit eingeschränkt bin. Dafür stehen da vorne drei Rollstühle, also auch von allen
anderen natürlich auch, auch wir können. Ich werde das auch mal ausprobieren, ich habe das in meinem Leben noch nicht gemacht. Da vorne ist ein Tisch eingedeckt und da sind so viele Tücher drüber. Da kann man ausprobieren, wie das denn dann ist, wenn man ohne sehen zu können, mit Augenbinden dafür und Tücher mal Speisen probiert. Das ist eine Möglichkeit. Dann liegen auf dem Tisch liegen so Kleidungsstücke mit Handschuhen, also das soll so ein bisschen eher simulieren, ja nicht nur, wenn ich die Hände nicht gebrauchen kann, sondern wenn sie vielleicht auch im zunehmenden Alter nicht mehr so gebrauchsfähig sind. Also auch das sind alle herzlich eingeladen und natürlich auch ja, die Gäste, die hoffentlich noch kommen. Ich weiß es nicht, was passieren wird. Wie gesagt, ich stand gestern in der Zeitung, wer es gelesen hat, möge einen Satz verzeihen, der nicht auf unseren Mist gewachsen ist. Denn der Reporter schrieb dann unter dem Motto Sehen, aktiv erleben, ausprobieren, das ist so ein bisschen was auf den Plakaten stand, sind normale Menschen eingeladen, normale zwei Anführungsstrichen. Aber ich weiß nicht, ob man als Reporter ohne politisches Gewissen geboren wird. Das ist uns nicht das erste Mal passiert, als man über diese Projektwochen das erste Mal in der Ultimo berichtet stand, als Überschrift das Ausgrenzungsprojekt. Ja, wir haben ja leider nicht immer den Einfluss, den wir gerne hätten. Wir sind froh, dass überhaupt was in der Zeitung stand. Ob es die Leute bei dem Wetter reißt, wissen wir nicht. Aber wie Frau schon sagte, soll es auch ein Auftakt sein, zu gucken, was können wir in dieser oder in anderer Form gemeinsam auch nochmal machen, um dieses Thema einfach auch, wenn wir uns in der Projektung mit Ausgrenzung beschäftigen, auch nochmal wirklich ja, anzugehen. Das war es erstmal von meiner Seite. Wenn Fragen sind, wie gesagt, gerne an mich wenden. Der junge Mann in Schwarz da hinten, der ist mein Sohn, Lasse, der ist also auch gerne bereit zu helfen, wenn es irgendwas gibt. Ja, und dann würde ich Mutlu bitten, uns was zu Gehör zu bringen. Ja? Okay, vielen Dank.